So, Päuschen vorbei, Lunge gefüllt, Kaffee am Start. Ab geht er. Oh, schön, die warten direkt vor mir schon. Na dann. So, der nächste Dulli. Keine Bonusquest, dass ich die hier unten soll. Schade. Was muss ich überhaupt jetzt hier genau machen? Ich muss dahin zum Aufzug. Ach, du machst das schon. Ich muss zum Aufzug. Ich 10. Du gehst wieder auf 9. Grades. So. Also muss ich da lang. Dann. Rein ins Getümmel. Da ist der Aufzug. Okay, aber ich muss doch dahinter. Ah, nee, ich muss hier rein. Ich muss hier rein. Damit? Ich hab dir nichts getan. Ich muss da hoch. Okay, es ist ganz schön dunkel. Und lass mich raten, so wie das hier aussieht, hier taucht irgendwas Fettes auf. So was richtig Böses Fettes. Den wird er mir viel dürfen, mein Kapitän. Okay. Hey, die kennen wir doch. Aus KOTOR. Wir waren noch bei der Sternschmiede auf dem Planeten. Ich bin nur hier, um das zu fragen. Wie geht's? Danke. Mir geht's super. Wie habt ihr das alles getan? Ne Bandadress, was die dann erwähnt, es verkast ihn sie. Sehen jetzt die Hedrulli. Das Brüllefehe dann dankwa. Was hattet ihr denn vor? Das Matzenke hier, Joe.
Maestra Mehiruba. Eben fragt er mich viel Töfnamakappe. Patukche jed mi Big Shuram. Ne Atenatite man. Ihr habt schon genug Leute verletzt. Ihr werdet niemandem mehr schaden. Sotlen du Balber und Teken du Henyanies. Jette Himmel, Sonnenje. Me kommt ja, ist der Meta. Warum muss der so ein fettes Holobild von sich erzeugen? Abib, der Gelöe, Lili Bahre Bahidje. Hat der irgendwelche Komplexe? Ah, na toll. Das erinnert mich echt an die Sternschmiede. Wo aus den ganzen Bobbeldingern die Druiden rausgebloppt sind. Das scheint ja so seltsam. Ich tue dem doch nichts. Da kommt noch einer an. Noch irgendwo einer? Alter, was ist denn hier los? Chaos, alles klar. Noch einer. Warum rennst du dahinter, Altur? Bist du doof? Zerstöre die irgendwas. Da hinten. Ja, Minderwertigkeitskomplex. Ja, das glaube ich auch. Oh, wisst ihr was? Hier geht mir gerade alle auf den Pisser. Ja, genau. Und lass mich raten, nein, das war doch jetzt zum Zerstören. Ja. Ja, komm, lass mich los. Wo ist meine Maus? Da. Jetzt muss ich noch das da oben zerstören. Nee, sprich mit dem Gefangenen. Mit dem Reden ist die andere Frage. Der Heilbestor-Sieger. Jetzt ist er kleiner. Fantastisch. Absolut fantastisch. Ohne eure Hilfe hätten wir diesen Ort niemals ausgraben können. Wir wussten ja, wo die Basis war, aber da reinzukommen, scheußliche Arbeit. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr, euch endlich persönlich zu begegnen.
Ich habe keine Zeit hierfür, Lexander. Warum so eilig? Setzt euch doch erstmal und dann reden wir. Nö, ich will dich umbringen. Wisst ihr, als ich beauftragt wurde zu verhindern, dass die Republik diese Anlage findet, war ich fasziniert von der Massenvernichtungswaffe. Meine Vorgesetzten befahlen mir, davon wegzubleiben, aber das stachelte nur meine Neugier an. Ich beschloss, mir das Gerät selbst anzueignen. Das behalte ich fürs Erste. Hört mir erst einmal zu. Ich biete euch einen immensen Betrag, wenn ihr mir helft, und der Tötungsauftrag für Camus wird aufgehoben. Gebt mir das Gerät. Die Republik braucht es ja nicht zu erfahren. Sagt Fowler, ihr hättet es zerstört. Wie wäre das? Ja, und was kriege ich, wenn ich dem das gebe? 1000, 2000 Credits? Nee. Beantwortet das eure Frage? Konntet ihr das nur tun? Wisst ihr denn nicht, was das war? Und was es wert war? Auch töten. Ja, richtig jetzt so. Lasst ihr mir leider keine Wahl. Ich werde euch töten müssen. Warum hat der seine Lippen so schwarz umrandet? Das sieht aus wie, als ob der eine Frau ist. So, und jetzt? Sprich mit Fowler. Erstmal wieder Kilometer weit rennen. Der hat mich jetzt erschreckt. Danach muss ich. Muss ich hier lang? Nee. Ich muss da lang. Ach, Alter, du machst das. Alter, du regelst bitte schon. Sag mal, du sollst kämpfen. Da lang. Ich muss wieder dorthin. Alles klärchen. Hi, da bin ich wieder. Na, wenn das nicht mein Lieblings-Jedi ist. Ihr seht aus, als hättet ihr einen Sandsturm hinter euch. War dort deine Basis? Habt ihr das Gerät gesehen? Camus hatte Angst, dass das Ende der Welt naht, wenn ihr versagt. Ihr habt Chakas Aufzeichnungen doch auch gesehen. Ja, und ich habe mir auch Sorgen gemacht. Also, holt tief Luft und sprecht. Ja. Lexander hat mir aufgelauert.
aber ich habe ihn und das Gerät unschädlich gemacht. Ich wünschte, ich könnte behaupten, überrascht zu sein. Danke, dass ihr euch darum gekümmert habt. Es ist also vorbei? Ganz sicher? Ihr müsst immer noch eure Aussage machen, Camus. Die Chaka-Untersuchung ist noch nicht zu Ende. Bringt mich nach Coruscant, weg von den Sandleuten und Chaka-Cyborg-Attentätern. Ich sage alles aus, was ihr wollt. Ihr solltet wissen, dass die Scanner ein fliehendes Chaka-Raumschiff erfasst haben. Sie machen sich aus dem Staub. Ohne Lexende haben sie keinen Biss mehr. Wie auch immer, ich habe euch eine Bezahlung versprochen. Sagt nie, dass der SID nicht dankbar wäre. 1 Million, mindestens. Jetzt lasst es euch gut gehen. Und lasst euch besser nicht wieder in Firmenangelegenheiten hineinziehen. Camus kann euch versichern, dass sie nie ein Ende haben. 6.000 plus, wow. Wow. Und Ausrüstung, die für mich keine Bedeutung hat. Die sind alle noch gut. Auf zur Schocktrommel. Komme ich von da oben da runter zufälligerweise? Mal gucken. Malunzen, Malunzen. Da nicht. Da auch nicht. Dann doch den anderen Weg. Dies kann jetzt dauern. Gibt es hier vielleicht eine automatische Lauf- und Fahrfunktion? Das wäre geil. Weißt du auch, welche Taste zufälligerweise? Pünktlichst gelieferte Perfektion. Es war mir eine Freude, Ihnen zu dienen. Bergung eines Schatzes. Komm, das ist ich verspreche Ihnen nichts genau richtig für dich. Perfektion. Was anderes kriegst du ja nicht gebacken. Schade. Steuerung. Tastenbelegung. Anvisieren. Nach der Feind anvisieren. Gruppengefährte, folgen Feind anvisieren, selbst anvisieren, selbst anvisieren. Schade. Schade. Ach hier, Bewegung. Auto laufen. Ha! Cool. Das ist nice. Kann ich ihn beim Aufsehen die Lunzen.
Okay, Instagram gibt's nichts Neues. Nein, du schießt mich nicht ab, du lässt mich in Ruhe. Fahr richtig. Scheiße. Was ist denn hier los? Okay, Moment. Ihr werdet euch wundern. Weg damit. Hallo? Mein kleiner Roadrunner. Man guckt nicht während der Fahrt aufs Handy. Ich schon. Beim Fahrradfahren mache ich das nur nicht. Die 50 Euro habe ich dann auch nicht mehr. Woher ich das weiß, ich bin dabei schon erwischt worden. Hier, der war jetzt fertig. Grad 9 ist vorbei, Grad 10 hat wieder was Neues. Hier. Wo kommt denn der her? Okay. Ein Zauberer. Ha. Ich hinterfrag das jetzt mal nicht. Sag mal. Den ich angreifen will? Mein Jedi ist echt kaputt. Alter, was war das? Fetten Sniper-Schuss abbekommen. Na, schon wieder. Das lohnt sich doch jetzt hier bestimmt mal. Ach, so hier. Ich muss dann nur bis Level 51 kommen. Alter, willst du mich verarschen? Euren scheiß Headshots. Wenn du betrunken Fahrt fährst, kann ich dir frisch entzogen. Das weiß ich, aber ich trinke ja keinen Alkohol. Und da ich kein Auto habe, kann mir auch kein Führerschein entzogen werden. Also alles gut. Mich haben sie halt nur mal erwischt. Ich bin ungefähr
meinem Amt raus. Ich habe mit dem Fahrrad vielleicht 5 Minuten Radweg zurücklegen müssen. Ja, in den 5 Minuten Radweg hatte ich eben mein Handy in der Hand. Genau da ist die Polizei vorbeigefahren. Ja, bin ich erstmal 50 Euro losgeworden. Das war dann ein bisschen scheiße für mich. Aber ich muss sagen, da bin ich selber dran schuld und ich sehe es auch ein, dass es scheiße war. Aber wirklich, die 5 Minuten Radweg, also das war Pech pur. Nächster Erfolg. Hi, Papa's da. Ein Jedi. Siehst du Brick? Ich hab dir ja gesagt, dass Hilfe unterwegs ist. Wir hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben. Danke, dass ihr unsere kleine Familie gerettet habt. Was sind das für Kreaturen? Ihr seid nicht wirklich verwandt, oder? Nicht alle Familien sind durch Gene miteinander verbunden. Unsere ist durch besondere Umstände entstanden. Jetzt wissen wir, woher die kleinen Gnome kommen. Die Schocktrommel zu beschützen, so wie Meisterin Kiwix? Sie hat uns gegen imperiale Soldaten verteidigt, die von einem Sith angeführt wurden. Sie hat tapfer gekämpft, aber der Sith war stärker. Wenn ich ihn finde, wird er merken, dass ich nicht so leicht sterbe. Sie ist nicht tot. Zumindest war sie das nicht, als ich sie das letzte Mal gesehen habe. Ich dachte, er würde uns alle töten. Aber er hat Meisterin Kiwix gefangen genommen und uns ignoriert. Der Sith hat deine Droiden zerstört. Aber er hat uns nichts getan. Er sagte, wir wären keine Bedrohung und dass wir es nicht verdienen zu sterben. Ich habe noch nie einen Sith gesehen, der Gnade walten lässt. Es war fast so, als hätte die Vorstellung, uns zu töten, ihn irgendwie beleidigt. Er war nicht freundlich, aber als grausam würde ich ihn auch nicht beschreiben. Der Sith und seine Soldaten haben Meisterin Kiwix und den Prototyp der Schocktrommel in die Wüste gebracht. Brick und ich wollten die Energieversorgung der Anlage wiederherstellen und sie suchen, aber dann griffen die Sandleute an. Ja, die Sandleute werden kein Problem mehr sein, aber wir müssen diese Waffe finden. Könnt ihr helfen? Die Anlage kann den Peilsender der Schocktrommel erfassen, aber erst, wenn die Energieversorgung widersteht. Der Sith hat bei seinem Angriff alle Generatoren kaputt gemacht. Wenn ihr sie wieder aktivieren könnt, finden wir ihn, Meisterin Kiwix und die Schocktrommel. Ja. Glück brauche ich hier nicht. Was muss ich aktivieren? Das da. Das. Geil. Okay, hier ist wieder so ein Headshot-Idiot. Das ist gerade geheilt vor meinen Augen, ne? Was ist ein Lobob? Oh, wir sind schon da. Sechs. Vier. Wo ist die 3 und die 5? Und die 2. Was? Soll ich schon wieder zurück?
dann. So, da, da. Ich hätte wenigstens da oben aus dem Raum jetzt mal rauskommen können. Die Energieversorgung der Anlage steht wieder. Ich fürchte, das sind die einzigen guten Neuigkeiten, die ich habe. Ich habe gerade den Peilsender der Schocktrommel erfasst. Die Waffe wurde aktiviert. Wenn wir sie nicht abschalten, wird sie bald kritische Masse erreichen. Und dann explodiert der Kern von Tatooine. Boom, boom. Deiner Heimat passiert nichts, Brick. Ich muss nur wissen, wo die Schocktrommel ist. Es ist unmöglich, von hier aus die genaue Position der Schocktrommel zu bestimmen. Die seismischen Vibrationen stören unsere Sensoren. Das Gebiet, das in Frage kommt, ist mehrere tausend Quadratkilometer groß. Wir müssen es irgendwie eingrenzen. Das ist brillant, Brick. Die Ultraschallscanner, natürlich! Vielleicht finden Ultraschallscanner Boom Boom. Alles klar. Egal, wovon ihr da gerade sprecht, wir müssen die Schocktrommel schnellstens finden. Ultraschallscanner, die in einem weitläufigen Muster aufgestellt werden, können die seismischen Erschütterungen der Schocktrommel vermessen. So erfahren wir den Ort. Es ist aber extrem gefährlich, die Scanner zu installieren. Die Wüste ist tödlich. Am besten wäre es, wir hätten eine ganze Armee. Deine Droiden sind nicht rechtzeitig fertig, Brick. Dieser Jedi ist unsere einzige Hoffnung. Nehmt die Ultraschall-Scanner und platziert sie bei diesen Koordinaten. Wir kontaktieren euch per Holo, sobald wir die Position der Schocktrommel herausgefunden haben. Warum kommt ihr nicht mit? Glück. Die haben doch gesagt, dass Sif hat die in Ruhe gelassen. Warum kommen die nicht mit und helfen mir? Die würden doch gar nicht angegriffen werden. Nö, lieber hier zurückbleiben. Mann, Mann, Mann. Alles bleibt an mir hängen. Das ist ja wie zu Hause putzen, wenn die Kinder da sind. Alles bleibt an mir hängen. Außer ich überrede die Kinder. Mich da so einfach durch jetzt? Ja. Hier auch. Sehr schön. Ist das so gut? Ist das so gut? Au. Nächsten. Das da. Es sollte am nächsten sein. So, und jetzt? Ah. So, das nächste, was am nächsten ist, ist das da oben dann. Oder? Ja. Schön im Feindesgebiet. Nun klar, warum nicht?
Oder wer weiß, was du das spielst? Bestimmt den Sperma-Simulator. Hey, lass mich. Haha. Ups. Hier waren wir doch heute schon mal. In diesem wunderbaren 50 Kilometer Fluchttunnel, der irgendwie nur an der Oberfläche 5 Meter misst. So. Hey, ich hab dich da ausgewählt. Ich habe die Scanner platziert. Konntet ihr die Schocktrommel erfassen? Ich analysiere gerade die Scannerwerte. Ach, kein Wunder, dass die Scanner sie nicht finden konnten. Sie ist unter einem verlassenen Minenkomplex. Ich schicke die Koordinaten und den Deaktivierungscode der Schocktrommel. Jetzt liegt alles an euch. Aber wir sind hier, falls ihr uns braucht. Da. Wenn ich scheitere, wird Tatooine zerstört. Da ist es besser, wenn ihr nicht hier seid. Bei allem Respekt, Jedi. Wenn dieser Planet und seine Bevölkerung sterben, könnte ich sowieso nicht. Was ist mit dem seinem Daumen? Ich hoffe, wir sehen euch wieder. Harren, Ende. Ich grüße euch, Jedi. Ich bin Lord Kraven. Mein Meister will Rache für den Tod seines Sohnes. Dann soll er kommen. Ich muss ihm diesen Wunsch erfüllen. Schön der Reihe nach, Sith. Erst muss ich einen Planeten retten. Wenn ihr die Vernichtung dieser Welt aufhalten wollt, müsst ihr mich im Kampf besiegen. Als mein Meister erfuhr, dass ihr hier seid, befahl er mir, die Schocktrommel zu aktivieren. Er wird diesen ganzen Planeten auslöschen, nur um eurer Existenz ein Ende zu bereiten. Ich weiß, dass ihr die Waffe gefunden habt, aber das wird euch nicht reichen. Ich habe den Deaktivierungscode geändert. Mhm. Dann ändere ich meine Waffe, regelt das schon. Lichtschwerter können so ziemlich alles deaktivieren. Die Schocktrommel ist von einem Strahlenschild umgeben. Sie kann nur mit dem richtigen Code abgeschaltet werden. Kommt, stellt euch mir im Kampf. Gerne. Wenn ich gewinne, habe ich meine Pflicht erfüllt. Gewinnt ihr, erhaltet ihr den neuen Code. Ganz gleich, wie es ausgeht. Wir werden ehrenhaft kämpfen. Ich erwarte euch bei diesen Koordinaten. Und warum hat er so einen hässlichen Helm auf? Ist das wieder so eine halbe Maschine? Gott, meine Knochen machen auch nicht mehr lange mit. Wo soll ich denn jetzt hin? Wüstenduell. Dann gehen wir erstmal da zum Außenposten. Ne? Da. Keine Sorge, Sith haben auch Ehre. Naja, nicht alle. Die kämpfen auch sehr oft hinterhältig. Zumindest ich, als ich die dunkle Seite gespielt habe. Okay, ich denke mal, wenn ich den dann umgeklatscht habe, werde ich den Planeten verlassen können. Das darf ich aber. Na doch, zur Raumstation kann ich. Weiter allerdings nicht. Ich muss noch 3 Level machen oder 2,5. Du kannst das aus Wahlleisten vergrößern.
Auswahlleisten vergrößern. Ja, aber die reicht mir so aus, wie sie ist. Warum sollte ich die größer machen? Das würde ja dann wieder mehr Bildfläche vom Spiel wegnehmen. Das will ich ja nicht. Außerdem sind meine restlichen Tasten alle belegt mit Sachen bei OBS. War wohl nicht meine beste Arbeit. Und da laufe ich dann Gefahr, irgendwas wieder zu verstellen. Das muss nicht sein. Wir sehen uns, wenn ich fertig bin. Was hat ihn mir jetzt gebracht? Irgendein Schrott wieder. Und ich bin jetzt 48 Level so damit ausgekommen, also... Oh, passt schon. Ich spüre eure Stärke. Jetzt verstehe ich, warum Tarnis euch nicht gewachsen war. Sein Tod war mein Fehler. Ich hätte ihn mehr trainieren müssen. Ja. Ich habe schon gegen Bantas gekämpft, die gefährlicher waren als Tarnis. Ihr beleidigt meine Ehre. Gut. Das macht mich noch stärker. Ich begrüße das Ende der Jedi. Die Besessenheit von der Auslöschung meines Volkes muss enden. Eure Gier nach Rache wird diese Galaxis zerstören. Okay, eins fällt aus, das nehme ich nicht. Ich versuche mal die zwei. Ihr wollt nicht, dass dieser Planet vernichtet wird. Helft mir, ihn zu retten. Ich will nicht, dass dieser Planet vernichtet wird. Ich werde euch helfen, ihn zu retten. Und jetzt gebt mir den Code, damit ich die Schocktrommel deaktivieren kann. Ihr bekommt den Code zum Deaktivieren der Schocktrommel. Ich habe auch andere nützliche Dinge für euch. Oh, immer her damit. Was? Was habt ihr getan? Ich bin euch ehrenhaft begegnet. Und ihr habt mich hereingelegt. Wie konntet ihr es wagen? Wenn euer Geist nicht so schwach wäre, hätte ich das nicht so leicht geschafft. Ich habe meine Deckung außer Acht gelassen. Zum letzten Mal. Kommt, beenden wir es. Sterbt friedlich, Jedi. Geil. Alter, hör doch auf, mich wegzubouncen. Das ist halt mehr Ehre als du. Welche Stärke! Beeindruckend! Ihr hättet das Zeug zu einem großen Sith, wenn ihr euch der dunklen Seite hingeben würdet. Mein Jedi hat es ja schon gesagt, wäre sein Geist nicht schwach, hätte ich das nicht anwenden können. Also hat das nichts mit Ehre oder Ehrenlos zu tun. Ich habe nur das ausgenutzt, was mir zur Verfügung stand. Drei. Wahrscheinlich konnte ich euch nur so besiegen. Dann schmerzt meine Niederlage viel weniger. Darth Angral hat mir befohlen, den Code der Schocktrommel zu vernichten. Er wollte, dass ihr kläglich sterbt. Ganz egal, wie dieser Kampf hier ausgeht. Ich werde meine Ehre nicht durch billige Tricks beflecken. Ihr habt etwas Besseres verdient. Der Code gehört euch. Warum stellt ihr euch gegen euren Meister? Ich diene einer höheren Autorität als der irgendeines Meisters. Ein Jedi könnte das nicht verstehen.
Darth Angral hat befohlen, dass Meisterin Kivix vor ihrem Tod leiden muss. Ich wünschte, ich hätte diesen Befehl auch missachtet. Wenn Meisterin Kivix noch am Leben ist, rette ich sie. Ich habe sie bewegungsunfähig bei eurer Waffe zurückgelassen. Wenn es noch nicht geschehen ist, werden die Ultraschallvibrationen sie in Stücke reißen. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ihr habt das Duell gewonnen. Tötet mich. Ihr mögt dem Imperium dienen, aber ich töte euch nicht. Das habt ihr nicht verdient. Dann verlangt es die Ehre, dass ich mich meinem Meister ergebe. Er wird das tun, was ihr nicht könnt. Die Jedi werden gelehrt, alle Möglichkeiten zu sehen. Ich sehe eine, in der ihr in Ehre weiterlebt. Begebt euch auf den Weg des Lichts. Werdet ein Jedi. Ich? Ein Jedi? Unmöglich. Euer Orden würde mich niemals akzeptieren. Jedi glauben an Vergebung, nicht an Hass. Einen Erzfeind ohne Angst in die eigenen Reihen aufnehmen. Das ist Stärke. Ich nehme euer Angebot an. Ich bin zu stark verwundet, um euch zu helfen. Doch ich werde mich den euren ergeben. Und jetzt beeilt euch. Rettet diesen Planeten. Rettet diesen Planeten. Na dann. Was denn jetzt schon wieder? Der Sith hat den Deaktivierungscode der Schocktrommel geändert, aber ich habe einen neuen. Ich bin auf dem Weg. Ihr seid noch nicht da? Brick und seine Familie sind in großer Gefahr. Sie sind ihren Droiden zum Minenkomplex gefolgt. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber sie wollten euch unbedingt helfen. Brick hat gerade einen Notruf geschickt. Er sagt, dass ein Sanddämon bei der Mine ist. Das Ding greift sie an. Das doch. Sith hat eure Superwaffe in der Mine versteckt, ohne dass diese Bestie sich eingemischt hat. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Vielleicht wurde sie von den Vibrationen der Schocktrommel gestört und angelockt. Diese Bestie von Raubtier ist das einzige Wesen hier, das Krayt-Drachen jagt. Und die sind riesig. Brick hat keine Chance. Bitte, ihr dürft nicht zulassen, dass Brick und seiner Familie etwas passiert. Rettet sie und stoppt die Schocktrommel. Beeilt euch! Ja, das überlege ich mir noch. Ob ich dem Klingnom, dem Boom-Boom-Gnom helfe. Da muss ich hin. Die schicken wir jetzt mal weg. Ne. Fortschicken. Da wir die Kivix holen. Müsste ich mir rein theoretisch die hier dazu holen. Auch wenn das jetzt abgebrochen wird. Kann ich aber gleich mal lunzen. Klein. Okay, also nichts für dich. Bergung ist wieder was für den hier. Ich werde ihre Erwartungen übertreffen. Und du gehst einfach das machen. So, ich würde aber sagen, bevor ich jetzt in der Quest weitermache, mache ich kurz meine 5 Minuten Pause und bin gleich wieder da. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop.